Britta Eng, bin 23 Jahre alt und bin im zweiten Ausbildungsjahr zur Heilerziehungspflegerin hier im St. Vinzenzhaus in Gruppe 3. In der Gruppe, in der ich arbeite, sind 9 Bewohner, 5 Frauen und 4 Männer. Und wir begleiten die Menschen mit Behinderungen im Alltag. Das heißt, wir begleiten Arztbesuche, gehen spazieren oder einkaufen mit den Bewohnern. Wir unternehmen unterschiedliche Dinge wie Kirmesbesuche oder spielen auch Spiele mit den Bewohnern. Wir unterstützen die Bewohner generell im Alltag. Bei der Pflege der Mieter, da geben wir Tabletten. Einmal in der Woche werden die Tabletten gestellt und genau, damit die morgens und abends fertig sind und wir die direkt reichen können. Ich habe Abitur gemacht und nach meinem Abitur habe ich einen Bundesfreiwilligendienst gemacht bei der Büngertechnik in Borken. Und genau, danach hatte ich studiert, eine komplett andere Richtung, also im wirtschaftlichen Bereich. Und genau, in der Zeit habe ich immer zurückgedacht an meinen Bundesfreiwilligendienst und wie gut mir das gefallen hat, mit den Menschen zu arbeiten, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Ja, und dann habe ich mich für eine Ausbildung im Bereich der Heilerziehungspflegerin entschieden und jetzt bin ich hier und ich bin glücklich damit. Ich arbeite total gern mit meinem Team tatsächlich zusammen, also das ist wirklich super und auch natürlich mit unseren Bewohnern.